Und damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Runde Tennis Elbow Manager. Diesmal spielen wir allerdings auf der WTA-Tour und haben uns dort mal eine Spielerin rausgesucht, die eigentlich noch aktiv ist, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, wer sie wahrscheinlich erkennen wird. Also sie war mal Wimbledon-Finalistin, hat das mal geschafft und hat eigentlich eine sehr attraktive Art gehabt, Tennis zu spielen. Aber leider ist dann von der mentalen Stärke nie geschafft. Also die Rede ist natürlich von Sabine Lisicki, die wir jetzt ein bisschen ausgegraben haben. Natürlich ist sie noch aktiv, sie ist jetzt wohl auch wieder fit. Und da sie immer lächelt und das ja durchaus sehr sympathisch auf den Platz auch gebracht hat, habe ich ihr mal diesen Smiley-Tennisschläger gegeben. Ich finde, das hat sehr gut gepasst. War früher ein sehr, sehr großer Fan von Sabine Lisicki, auch gerade dann in den jungen Jahren, weil ich einfach die Art und Weise, wie sie Tennis gespielt hat, dieses Offensive sehr mochte. Allerdings dann über die Jahre auch festgestellt habe, dass man, wenn man natürlich auf jeden Ball draufhaut, einem vielleicht auch ein bisschen so dieses taktische Verständnis fehlt. Das versuchen wir natürlich auszugleichen. Ich denke mal, Sabine Lisicki sieht halbwegs realistisch aus. Wir müssen mal schauen, ob der Spielstil dann auch tatsächlich passt. Aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass Sabine Lisicki einen tollen Aufschlag hatte, eine tolle Vorhand. Und gerade in Wimbledon habe ich mir nochmal das Achtelfinale gegen Serena Williams angeschaut. Das war ein wahnsinnig hohes Niveau, was sie natürlich über die Karriere nie wirklich halten konnte. Trotzdem eine sehr talentierte Spielerin gewesen. Und vielleicht kommt sie ja nochmal zurück. Sie ist jetzt, glaube ich, auch schon Ende 20 oder schon Anfang 30 und macht jetzt Fitnessvideos auf YouTube, wie ich gesehen habe, was ich ein bisschen erschreckend fand. Aber ist ja momentan der Trend. Also jeder macht ja irgendwelche Fitnessvideos, von daher... Warum soll man nicht auch damit Geld verdienen? Do it yourself heißt es dann irgendwie immer. So, also Sabine Lisicki, wer den Tennis Elbow Manager jetzt noch nicht kennt, jetzt hätten wir nämlich auch nochmal die Möglichkeit, diese allererste Phase, die wir mit Tommy Haas ja sehr schnell übersprungen haben, einfach nochmal ein bisschen konsequenter durchzuziehen. Also wir starten trotzdem direkt auf der, ja, auf der ITF-Tour, also wir starten bei den Future-Events. Wir sind dann natürlich auch bei den Challengern mit dabei, aber ich habe jetzt mal keinen Junior ausgewählt. Das können wir dann vielleicht nochmal machen, wenn wir einen dritten Spielstand vielleicht starten. Weil ich muss gestehen, der Tennis Elbow Manager ist momentan mein Lieblingsspiel. Also sogar noch knapp vorm Radsport Manager, den wir ja seit Jahren spielen. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch so ein Spiel gefunden haben, wo auch immer noch mehr neue Leute auch auf den Kanal aufmerksam werden. Zu Sabine Lisicki, ich habe lange überlegt, wen könnte ich jetzt noch nehmen, Sabine Lisicki, natürlich Boris Becker kann man immer drüber nachdenken, ob man den mit reinnimmt, aber ich habe schon häufig gesagt, ich mag seinen Spielstil nicht und außerdem auf der WTA-Tour hat er auch nicht ganz so viel verloren, auch wenn er da bestimmt gerne unterwegs wäre. Dann habe ich überlegt, dass wir Steffi Graf nehmen, aber Steffi Graf ist halt auch schon sehr lange her und finde von der Art und Weise, wie sie gespielt hat, passt sie gar nicht so in das aktuelle Tennis rein. Und Sabine Lisicki, wie gesagt, passt auch genau in die Art und Weise, wie ich gerne Tennis spiele. Powervoll von der Grundlinie, aber das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht auch nochmal einen anderen Spieler mit reinnehmen werden. So, also Sabine Lisicki ist es, das ist sie. Wir können sie uns auch nochmal von allen Seiten anschauen. Ich habe natürlich auch diesen wunderschönen Pferdeschwanz versucht, dort hinzukriegen. Das Spiel ist von der Grafik her, von der Charaktererstellung jetzt nicht wahnsinnig toll. Aber immerhin finde ich, man erkennt es schon, dass es, wenn man weiß, dass es Sabine Lisicki sein soll, man erkennt es dann schon. Also besser habe ich sie nicht hinbekommen. Ich finde auch vom Outfit her passt das eigentlich ganz gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich schon mal rein. Für alle, die das Spiel wie gesagt nicht kennen und jetzt irgendwie hier drauf stoßen, man hat hier oben die Möglichkeit zu trainieren. Man hat 42 Stunden pro Woche Zeit, dann eben auch dem Spieler zu sagen, hey, trainier doch mal Aufschlaghärte, Konsequenz, Präzision. Alles drei ist eigentlich gleich wichtig. Man hat einmal die Fähigkeiten, die es quasi im Spiel wirklich benötigt. Also wie gut ist die Vorhand, wie gut spielt derjenige am Netz, die Spezialschläge und der Aufschlag. Dann gibt es Fähigkeiten, die man theoretisch auch trainieren kann, die aber sich natürlich auch durch die Erfahrung in Turnieren dann immer wieder verändern. Also das ist wirklich eine stetige Veränderung. Wenn man zum Beispiel jetzt in Miami gerade das letzte große Hartplatzturnier der Frühjahrssaison gespielt hat und dann geht es rüber nach Monte Carlo auf die Sandplatzsaison, dann ist es normalerweise so, dass man hierbei normal eher schnell natürlich eine hohe Prozentzahl hat und das verändert sich dann bis zu dem French Open wahrscheinlich bis zu 90% auf den langsamen Platz und danach muss man sich allerdings wieder sehr schnell umgewöhnen, weil es ja dann auf Rasen geht. Also da bin ich generell mal gespannt, da sind wir jetzt gerade, während ich diese Folge aufnehme, mit Tommy Haas kurz vor der Rasensaison. Ganz wichtig in dem Spiel sind die mentalen Fähigkeiten, die eigentliche Schwäche von Sabine Lisicki, muss man ja wirklich so sagen. Von der Taktik her war das häufig nicht so clever, sie hat auch viele Trainer verschlissen, die eigentlich ihr gut zu Gesicht standen. Auch der Trainer,
Ich glaube, Wim Fisset war das, der sie damals ins Finale in Wimbledon gebracht hat. Und ein Vierteljahr später oder sowas hat sie sich dann von ihm getrennt, weil es irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Auch die Familie spielt da immer eine große Rolle, ähnlich wie bei Alex Zverev, wo ja auch der Vater immer eine dominante Rolle spielt. Und egal welchen Trainer er dort jetzt aktuell mitbringt, das ist immer ein bisschen schwierig. Bei Sabine Lisicki ähnlich. Sie ist dann auch mal komplett ohne die Eltern gereist, aber seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Ich weiß gar nicht, wo sie im Ranking jetzt aktuell noch ist, ob sie überhaupt noch ein Ranking hat, obwohl das ja eingefroren wurde jetzt. Wegen der Corona-Krise. Deswegen spielen wir Tennis und damit, ich finde, wir spielen den besten Tennissimulator, den es gibt, und spielen ihn mit Sabine Lisicki. Und der nächste Reiter wäre die Planung. In der Planung können wir natürlich logischerweise Turniere planen. Das sollten wir jetzt am Anfang erstmal vorsichtig machen. Ich würde mal die ersten Wochen auslassen und dann vielleicht für Future Events in Europa planen. Vielleicht spielen wir in Frankreich einfach mal. Ja, wir müssen wahrscheinlich in die Qualifikation gehen. Wir können hier ja auch gleich mal Qualifikation teilnehmen, ja, einstellen. Und ich würde uns auch mal fürs Doppel melden. Und wir nehmen vielleicht mal eine Spielerin, die relativ gut im Ranking ist. Maria Ines Fonte. Natürlich spielen wir auch hier mit. Ah, okay, das ist die gewählte Partnerin direkt. Natürlich spielen wir auch hier mit den echten Namen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also wir spielen hier gegen Simona Halep und Co. Also das wäre die Planung. Wir fangen bei Future Events an. Das wird wahrscheinlich in der ersten Saison so bleiben, weil wir den Schwierigkeitsgrad jetzt eben auch erhöht haben. Bei Tommy Haas sind wir auf super leicht reingegangen und haben dreimal trainiert und Tommy konnte schon richtig gut Tennis spielen. Sabine Lisicki kann jetzt erstmal gar nichts. Hier, der King Cup ist quasi der Fed Cup. So, dann würde ich sagen, Woche 5, einfach nur mal, um es zu zeigen, wer jetzt hier wie gesagt neu dabei ist, dann spielen wir mal bis Frankreich und trainieren dann gleich ein wenig. Mal schauen, dann ist eher Australien und so weiter. Israel ist mir alles ein bisschen weit weg, aber wir können sicherlich in der Schweiz spielen. Und ich mache mal doppelt, damit wir eben auch möglichst viele Erfahrungspunkte bekommen. Mache ich jetzt mal bis Woche 10 die Planung. Dann haben wir ein Turnier in Frankreich und einmal in der Schweiz. Da werden wir dann ein paar Erfahrungspunkte sammeln, weil Erfahrungspunkte, diesen Bereich hier mit den mentalen Fähigkeiten, den kann man quasi nur durch Wettkampfpraxis füllen. Und das ist der wichtigste Punkt. Momentan sind wir mit Tommy so bei Rallye zwischen 50 und 60% und schlagen aber Spieler, die dort 70, 80, 90% haben. Das liegt daran, weil wir einfach uns gut bewegen, ein gutes Stellungsspiel haben und generell vom Mentalen her stark sind. Das versuchen wir mit Sabine Lisicki auch hinzubekommen, unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist, weil es in der Realität nie so war. Aber wir wollen natürlich die Nummer 1 der Welt werden. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Trotzdem Aufschlaghärte, da achten wir sehr drauf und wir schauen, dass wir die Vorhand etwas mehr trainieren, damit wir dort auch einen realistischen Spielstand mit Sabine Lisicki bekommen. Sponsor, das wird dann natürlich erst kommen, wenn wir ein paar gute Ergebnisse gesammelt haben. Aktuell haben wir 5.000 auf der Kralle, nicht schlecht. Die habe ich mit Tommy alle verbraten, weil ich das Spiel noch nicht kannte und ich immer den Trainer mit zu den Future Events genommen habe und mir gedacht habe, komm, was soll's, wir haben ja die Kohle. Das war schon mal ein großer Fehler. Bislang haben wir natürlich noch keine Erfolge, keiner kennt uns. Da helfen auch alle Instagram-Videos am Strand nichts. Dann haben wir unser Team. Unser Team besteht momentan aus mir und Sabine Lisicki. Das bedeutet, dass wir im Mentalen plus 9% bekommen. Das habe ich extra so eingestellt, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist. Also momentan kriegen wir beim Training nur ein Plus auf das Mentale. Wenn wir da andere Trainer einstellen, dann kann man da natürlich immer schauen, dass die plus 20% Aufschlag oder Rallye oder was anderes eben noch haben. Das sieht man hier unten dann die verschiedenen Möglichkeiten. Also momentan Trainingsbonus nur mental, mehr nicht. Und dann habe ich natürlich noch einen Vertrag, habe noch 25 gute Jahre vor mir. Die wird Sabine Lisicki an meiner Seite verbringen. Danach springe ich direkt in die Kiste und wir möchten die bestmögliche Spielerin werden. Das ist beim ersten Spieler, den man für seinen Stall gewinnt, dann denke ich mal immer so. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Miete kaufe. Finde ich sehr schön. Fällt mir jetzt erst auf, dass das eigentlich total doof klingt. Das ist erstmal unser Coach Center. Hier können wir nach und nach das, was ich eben schon gesagt habe, wenn man zum Beispiel hier einen Sandplatz kauft, dann kann man das auch trainieren. Also man kann dann zum Beispiel sagen, hey, nach Miami, ich lasse jetzt Monte Carlo erstmal aus und steige dann vielleicht in München oder sowas ein oder Barcelona und trainiere jetzt einfach mal 2 Wochen knüppelhart auf Sand daheim und reise dann zu den Turnieren an. Dann hat man da natürlich auch schon, ist man da besser vorbereitet. Man kann das Ganze aber auch durch Matchpraxis einfach holen und es hat tatsächlich einen Effekt. Das will ich jetzt, will jetzt nicht zu viel verraten. Beim Tommy Haas
Let's Play, aber da hat man gesehen, dass Spieler, die Top-Spieler, die häufig auch nur die Top-Turniere spielen, dann manchmal nicht so gut vorbereitet sind bei dem ersten Turnier, wo der Belag gewechselt wurde. So, Spielerin rekrutieren, das lassen wir, glaube ich, eh erstmal weg, außer es verändert sich nochmal eure Meinung. Wir spielen hier nur mit Sabine Lisicki und mit niemand anderem. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, Trainer zu verpflichten. Das würde ich jetzt aber erstmal lassen, weil wir mit Sabine Lisicki wahrscheinlich auch gar kein Preisgeld erstmal groß einspielen werden. Wir könnten natürlich Theodor Baranowskaja verpflichten, 320 die Woche. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mentales und Spezialschläge. Aber wir sollten vielleicht die Rallye mal eher nehmen. Rallye und Spezialschläge. Hans Wascher will 340. Das finde ich nicht verkehrt. Wir nehmen mal Hans Wascher mit rein. Genau, also kriegen einen Bonus auf die Effizienz. Wir sehen, dass wir hier auf der zweithöchsten Stufe spielen. Danach kommt eigentlich nur noch unglaublich. Aber da ich das Spiel jetzt auch noch nicht so gut kenne, würde ich das erstmal lassen. Wir können hier unsere Verträge nochmal sehen. Historische Verträge. Immer noch kein Vertrag mit einem weiteren Spieler. Mensch, wir sind echt schlecht. Da sind wir gerade reingestartet und haben noch keinen Vertrag. Dann geht es natürlich noch zur Tour-Info. Hier kriegt man immer die Nachrichten der letzten Woche, die eigentlich Ergebnisse der letzten Woche heißen müsste. Noch nichts gespielt. Turniere der Woche Brisbane. Da sehen wir auch Azarenka hat sich durch die Qualifikation gespielt. Das ist schon hartes Brot, durch das sie da wieder gehen muss, oder? Vondrousova. Wen kennen wir denn hier sonst noch? Wer da mal bekannt war und jetzt wieder die Qualifikationsrunden dreht. Natürlich Sorana Kirstja. Nicht Kirstea, sondern Kirstja, wie eine rumänische Kollegin, die lange mit mir zusammengearbeitet, damals gesagt hat, die heißt nicht Kirstea, sondern EA wird wie ein Ja ausgesprochen. Kirstja. Deswegen bin ich stolz, dass ich das richtig aussprechen kann. Darin liegt die Qualität des Let's Plays. So, eigentlich wollte ich jetzt zu den Ranglisten. Dann gehen wir nämlich mal nach vorne. Sabine Lisicki, ja, sehr realistisch auf der 912. Hat die Verjüngungskur gemacht. Es gibt, boah, ordentlich Mädels. Es sind 1608 hier in der Weltrangliste. Und auf Platz 1 ist momentan Simona Halep vor Caroline Wozniacki. Ist natürlich der Stand, glaube ich, von Anfang 19 oder sind wir 18 gestartet? Ich hoffe mal, ich habe da jetzt nicht das falsche Startdatum eingegeben. Wäre aber auch nicht schlimm. Müssen wir gerade nochmal gucken. Ne, wir sind 2019. Also, wir starten jetzt quasi Jahr 2018, Woche 0. Jetzt wird es wahrscheinlich dann gleich weitergehen ins Jahr 2019. Und jetzt trainieren wir einfach mal Sabine Lisicki. Lange, sehr, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das geht euch nicht auf den Sack. Aber ich wollte einfach das Spiel nochmal erklären. Wer sich das kaufen möchte, wirklich absolute Empfehlung. Und ich spreche auch die Empfehlung aus, ohne dass irgendeiner der Entwickler auf mich zukam. Dafür ist der Kanal auch viel zu klein. Aber ich spreche die Empfehlung aus, das Spiel zu kaufen und die Entwickler zu unterstützen, weil das unglaublich viel Potenzial hat. Wenn ich mir da vorstelle, dass die Original-Chords mit dabei sind, also was heißt Original, also zumindest noch eine größere Chord-Auswahl, dann wäre das richtig gut, wenn die Spieleranimationen nochmal besser sind. Also so wie der Radsportmanager über die Jahre immer besser geworden ist und auch mit dem Modding dann ganz gut funktioniert hat, wäre das mit diesem Spiel halt auch total gut möglich. Also kauft euch das Spiel, wenn ihr Tennis liebt, wenn ihr Tennis vermisst, dann wäre das eine echt coole Nummer. So, jetzt haben wir einen Trainingsbonus. Das müssten wir jetzt nochmal nachschauen. Hans Wascher gibt uns 10% bei der Rallye, 1% Aufschlag, 5% Spezialschläge, 9% mental. Das haben wir dann quasi dazu gesteuert. Und dann können wir nämlich jetzt mal starten. Und ich würde sagen, ganz plump, wir starten mal mit Vorhandhärte, trainieren das mal 5 Stunden. Und wichtig beim Training ist die Kurzzeitform. Wenn die auf 0 geht, dann wird leider keiner. In dieser Woche wird dann nichts mehr trainiert. Also da wird keine Fähigkeit mehr weiter trainiert. Deswegen muss man immer ganz gut ja, sich die Waage halten und aufpassen, dass man dort das Richtige trainiert. Jetzt sind wir nochmal ganz mutig und trainieren 5 Stunden Aufschlaghärte. Dann ist es auf 51. Dann würde ich aber auch einfach mal ein bisschen Yoga machen zur Entspannung. Wir wissen alle, Sabine Lisicki entspannt sich sehr gerne und sie wirkt auch immer sehr entspannt und die Werte gehen nicht wirklich schnell nach oben. Jetzt haben wir noch 27 Stunden übrig. Volley würde ich erstmal außen vor lassen. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann wird das sehr, sehr schwer, auf diesem Schwierigkeitsgrad da schnell nach oben zu kommen. So, Aufschlagkonsequenz haben wir immerhin auf 9,5 dann schon mal hochgepusht. Dann schauen wir mal, dass wir die Vorhand noch trainieren. Ja, da geht die Kurzzeitform sehr schnell runter. Wir können die mentalen Fähigkeiten noch nicht trainieren. Dafür müssen wir erst Matchpraxis sammeln. Und das werden wir dann beim ersten Turnier auch sehen. Das wird ganz, ganz schwer werden. So, ein bisschen Grundlagentraining. Weiß nicht, ob sie das mag. Joa, geht auf 41% hoch. Dann machen wir vielleicht Aufschlag nochmal Präzision.
Das ist auch nochmal, also man muss es abwechslungsreich machen, ansonsten geht das hier auf null runter. Jetzt sollten wir wahrscheinlich nochmal ein kleines Päuschen einlegen. Jetzt haben wir eh nur noch 9 Stunden. Dann können wir auch einfach mal sprinten und machen 5. Dann ist es bei 44. Die restlichen 4 würde ich uns aufheben für die kommende Woche. Dann kann sie auch ein bisschen regenerieren und wir sind wieder auf 100%. Dann kriegen wir hier immer den Überblick, was hat sich denn so getan. Mona Bartel hat sich um 3 Plätze verbessert. Die ist doch immer in, wie hieß das Turnier, in Hobart oder wie das hieß. Das hat sie doch ein oder zweimal gewonnen. Dann hat man immer gedacht, Mensch, die Mona Bartel, das kann mal eine werden. Hat es dann aber trotzdem nie wirklich geschafft, sich deutlich zu verbessern. Jetzt hat sie hier die Qualifikation. Brisbane. Ja, das ist jetzt ja übersichtlich. Egal. Da können wir jetzt einfach mal drüber hinweggehen. Das können wir uns später nochmal anschauen. So, nächste Woche und jetzt geht das halt immer so weiter. Erstmal dachte auch, als ich mir den Tennis Elbow Manager immer angeschaut habe, boah, das ist aber jetzt nicht besonders sexy gemacht. Es macht gar nicht so einen großen Unterschied oder es ist nicht so schlimm. Sagen wir es mal so. So, wir trainieren mal ein bisschen die Spezialschläge. Dafür haben wir unseren Trainer ja auch eingestellt. Was machen wir ansonsten, um so ein bisschen die Stimmung zu heben? Ja, hat nicht wirklich viel geholfen. Dann machen wir nochmal Yoga. Das müsste bei Biene doch immer gut funktionieren. Also Bum Bum Biene war ja der Spitzname lange. Lob brauchen wir nicht unbedingt, aber ein Passierschlag wäre wichtig. Da passiert dann auch mal was beim Schlag. Aufschlaghärte, das ist ihr Markenzeichen. Jetzt sehen wir schon 13,3. Wenn ich jetzt nochmal Vorhandpräzision trainiere, dann geht es auf 15,4. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, eine kleine Pause einzulegen, um das wieder zu erhöhen. Und können dann jetzt noch 9 Stunden trainieren. Volley würde ich vielleicht erstmal außen vor lassen und weiter von der Grundlinie trainieren. Machen wir nochmal 5 Stunden, dann wird es knapp, aber gut. Dann haben wir nochmal ein kleines bisschen die Spielerin verbessert. Später wird hier alles orange sein. Ich klaue jetzt einfach mal Witze aus den Kommentaren. Benny hat gesagt, das war so orange. Ich habe schon gedacht, du zeigst ein Bild von Donald Trump. Also, ich gebe aber den Credit zurück. Gummibärchen kann ich virtuell leider nicht verteilen an die Kommentare, aber den fand ich sehr, sehr gut. So, die ersten Ergebnisse sind reingekommen. Kiki Bertens hat Annette Konterfeit aus Estland geschlagen. In Brisbane im Finale Petra Kvitova, was ich nach wie vor bemerkenswert finde, dass sie so stark wieder zurückgekommen ist, wo man sie eigentlich gedacht hat, nachdem sie da in ihrer eigenen Wohnung attackiert wurde mit einem Messer und die Nerven in der Hand zerstört wurden, ob sie überhaupt nochmal zurückkommt und dann ist sie wirklich in die Weltspitze vorgedrungen, hat Elise Mertens aus Belgien im Finale geschlagen und Andreescu, eine der interessantesten, spannendsten jungen Spielerinnen überhaupt. Die ist Turniersiegerin geworden und alter Schwede hat die gute Werte. Also das ist eine zukünftige Nummer 1 der Welt, das ist, denke ich mal, klar. Hat auch schon Masters-Events gewonnen. 18 Jahre alt gerade mal hier im Spiel. Entry-Rang Nummer 90, die wird sich sehr schnell nach vorne spielen. Die Konstanz ist noch ein Problem, das wird sich verbessern. Ansonsten kann sie einfach alles. Ganz, ganz stark, hat jetzt in Auckland das Turnier gewonnen. Also, da sehen wir D.R. Collins, auch nicht schlecht. Danielle Rose Collins, auch ganz talentiert. Na gut, 25 Jahre schon alt. 33 in der Welt. Und dann sind wir schon in der nächsten Woche. Wie gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig. Warte, war das jetzt schon? Ja, jetzt hätte ich beinahe eine Woche verschenkt. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, weil wir in die Qualifikation müssen. In der Woche 4 können wir nicht das komplette Training verballern, weil wir dann natürlich die Kurzzeitform, die nimmt man mit ins Spiel und daraus ergibt sich dann quasi auch die Fitness. Jetzt ist die Physis auf jeden Fall schon mal deutlich besser geworden. Wir sollten nur ein bisschen Körperbau machen. Wir bauen mal einen Körper. Boah, 8,5, das war ein enges Höschen. Dann machen wir jetzt Yoga. Ja, sehr gut, auf 51. Dann hauen wir den Aufschlag nochmal rein. Und wir versuchen, wie gesagt, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, indem wir eben Einzel und Doppel am Anfang spielen. Das wird sicherlich dazu führen, dass die Müdigkeit hochgeht. Aber, das muss man auch dazu sagen, wir werden wahrscheinlich eh in der ersten Runde rausfliegen. Das Spiel ist am Anfang wirklich nicht leicht. Da machen wir uns nichts vor. So, die Rückhand immerhin jetzt schon bei 10,3. Da müssen wir die Präzision noch ein bisschen erhöhen. Können aber mal den Konter, weil das ist auch eine Stärke. Annette Konterfeit. Ah, jetzt die Kurzzeitform auf 0.
Da haben wir es jetzt verkackt. Also, 19 Stunden hätten wir noch übrig, aber die Spielerin ist bockig. Also, sie sind erschöpft, sie können nicht mehr trainieren, sie sollten pausieren vom Körpertraining. Jetzt könnten wir theoretisch noch mental trainieren, da wir aber keine Punkte zur Verfügung haben und Sabine Lisicki auch kein Buch zur Hand hat, wird das eher nichts werden. Also, rein in die nächste Woche. Das ist dann jetzt schon Woche 3. Wir schauen Ashleigh Barty, die, ich glaube, aktuell wirklich Nummer 1 der Welt, hat gegen Svitolina in Sydney gewonnen und in Hobart, da schauen wir mal, ob Mona Bartel dort denn überhaupt eine Rolle gespielt hat. Angelique Kerber im Halbfinale raus gegen Donna Vekic. Sophia Cannon, die spätere Siegerin dann der Australian Open 2020. Sehr überraschend. Also, die hat sich super schnell entwickelt. Nicht unbedingt die sympathischste Sportsfrau, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. So, Andrea Petkovic in der ersten Runde raus gegen Lopez Sanchez. Dann haben wir natürlich Angelique Kerber, die sich gegen Zurenko noch durchgesetzt hat in der zweiten Runde. Ja, Petkovic in der zweiten Runde raus natürlich. Hier ist schon die erste Runde übersprungen. Und dann schauen wir nochmal in die erste Runde. Vielleicht haben wir da ja noch irgendwo Mona Bartel, die normalerweise immer mitspielt. Aber so gut ist das Spiel natürlich auch nicht, dass es das noch als Lieblingsturniere und so weiter. Und deswegen meine ich, das Spiel hat wirklich noch viel Luft nach oben. Dann haben wir Sam Stosur, die gegen Angelique Kerber in der ersten Runde raus ist. Aber gegen Kerber werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht spielen. Sieht man von den Werten her extrem gut. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch in den Top 10 erstmal bleiben. So, wir gehen rein in die nächste Woche. So, und trainieren Sabine Lisicki natürlich nochmal. Jetzt sind wir in Woche 3. 42 Stunden haben wir wieder zur Verfügung. 65% Kurzzeitform ist nicht optimal. Wir sehen, dass jetzt langsam hier das zumindest auf dem normalen Court ganz gut funktioniert. Auch die mentalen Fähigkeiten werden irgendwie mehr. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir sie dort automatisch trainieren mit unseren 9%. Das finde ich schon mal extrem gut, dass es da quasi on top nochmal was gibt. Das ist schon mal nicht verkehrt für das erste Spiel. Das wäre deutlich mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Wir werden trotzdem ziemlich auf die Mütze kriegen. So, Kurzzeitform bei 17,8. Dann nochmal ein kleines Päuschen. Jetzt haben wir ja noch gar nicht so viel gemacht. Trotzdem, Sabine Lisicki braucht viele Pausen. 63%, dann Aufschlaghärte. Bum Bum Biene braucht einen harten Aufschlag. Da sind wir jetzt schon bei 14,9%. Wie wäre es, wenn wir den Topspin mal ein bisschen trainieren? Vielleicht macht ihr das Spaß. Das macht ihr tatsächlich Spaß. Vorhandvolley. Bisschen was. Uiuiui, da geht die Kurzzeitform wieder böse zurück. Wie wäre es mit ein bisschen Schwimmen? Schwimmen macht doch Spaß. Naja, 12,1. Schon mehr Spaß gesehen. Dann trainieren wir jetzt immer 5 Stunden Aufschlag und wenn es auf 0 geht, ist nicht schlimm. 9 Stunden haben wir noch übrig. Was bräuchten wir denn noch? Eigentlich ein bisschen Vorhandtraining, aber jetzt wird es wahrscheinlich auf 0 runtergehen, aber das macht nichts. Jetzt haben wir noch 7 Stunden zur Regeneration übrig. Nächste Woche werden wir eh nicht so viel trainieren. Und dann sehen wir auch hier natürlich keine Ergebnisse, weil aktuell die Australian Open starten. Jetzt die Reisekosten für eine Woche 1300. Das ist schon enorm. Also der... Nein, der soll nicht mitkommen. Genau, also bitte nicht. Kommt mit der Spielerin? Nein. Also der soll auf jeden Fall zu Hause bleiben, der Coach. Das kostet sonst zu viel. Das sieht man ja hier auch. Sonst kostet es 1300. Das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten und macht halt auch gar keinen Sinn, weil wir eh gleich rausfliegen werden. 50 Euro die Nacht das Hotel und 300 der Flug. Economy, First Class kostet dann 1200. Brauchen wir alles nicht. Ist natürlich für die Regeneration ganz gut. Und hier auch wichtig, dass natürlich der Trainer dann auch irgendwo untergebracht werden will. Also man schläft nicht im Auto, wie das vielleicht normalerweise auf der Challenger-Tour und so weiter, wie Dustin Brown das mal erzählt hat, dass man da mit dem Wohnwagen unterwegs ist. So ist es nicht. Wir sehen schon, erste Runde gegen Dijkman. Devi Dijkman. Ich dachte immer, Devi Deodor. So, sie hat natürlich deutlich bessere Werte. Sie wird uns in Grund und Boden spielen. 24 Jahre alt, Nummer 638 der Welt, 1,66 groß, 59 Kilo schwer. Das wird, denke ich mal, nichts werden. Aber wir werden wertvolle Erfahrungen sammeln. Das ist ja das Wichtige. Der Weg ist das Ziel. Und Sabine Lisicki wird natürlich immer stärker werden. Aktuell die Nummer 912 der Welt. Gehen wir mal rein ins Match und schauen uns dann natürlich gleich den 3D-Modus an.
Wir spielen auf dem eher schnellen Court. Wir haben uns an den normalen Court gewöhnt. Die Kurzzeitform ist sehr, sehr schlecht. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Wir machen noch mal ein bisschen Pause. Eieiei, oder ich habe, glaube ich, Yoga. Nee, eigentlich hätte ich Pause eingestellt, oder? Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit, um uns dort in Form zu bringen. Wenn es Turnier in Woche 5 ist, dann dachte ich eigentlich, dass die Kurzzeitform noch mal etwas höher geht. Weil Sabine, ah gut, jetzt ist er auf 75% hochgegangen. Wir haben jetzt allerdings keine Zeit mehr, um uns dort nochmal zu regenerieren. Von den Werten her verglichen, kommt wieder der Donald-Trump-Effekt. Orange, yes, orange, no. Also da können wir noch so viel lächeln. Sabine Lisicki wird auf den Sack kriegen. Wir schauen uns die Gegnerin trotzdem mal an. Die Vorhand ist leicht schwächer. Netzpräsenz wird es, denke ich mal, keine geben. Bei dem Vorhand-Volley und Rückhand-Volley würde ich auch hinten bleiben. Return-Spiel ist okay. Auf jeden Fall eine recht starke Spielerin. Muskeltonus ist schon ziemlich gut. Kaltschnäuzig und konstant. Das ist eine der wichtigsten Nummern überhaupt. Dann verringert man natürlich auch die Anzahl der Unforced Errors. Also mal schauen. Wir werden aggressiv reingehen. Das ist unsere Art und Weise zu spielen und gehen etwas mehr in die Vorhand rein. So, beim ersten Mal sage ich jedes Mal, beim ersten Mal, wenn man in den 3D-Modus reingeht, dauert es immer noch ein bisschen länger und jetzt gab es ja auch nochmal ein Update. So, wir sehen schon Sabine Lisicki, sieht sie schon sehr, sehr ähnlich. Wir erhöhen die Angriffsbereitschaft mal gleich. Bum Bum Biene muss natürlich draufhauen. Netzangriffsbereitschaft sehr, sehr niedrig, bitte. Dann haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, wo spielen wir dem Gegner eher hin und wie dicht spielen wir außen an die Linien. Ist natürlich dann fehleranfällig. Versuchen bei der Aufschlaggeschwindigkeit mal ein kleines bisschen höher zu gehen. Ah, das können wir noch nicht einstellen. Also wir müssen erst die Taktikwerte. Wir können momentan nur die Rallye einstellen. Den Rest muss Bum Bum Biene alleine entscheiden. So, Sabine Lisicki, erstes Turnier. Jetzt auch unser erstes Spiel auf der Damentour. Ist natürlich alles ein bisschen langsamer. Uiuiui. Zero. Große Streuung bei der Gegnerin. Also 15-0. Der Zopf steht auf jeden Fall wie eine 1. Bum Bum Biene wirft den Ball wieder mit der Hand rüber. Nächster leichter Fehler Zero. bei der Holländerin. 30-0. Von der Kurzzeitform. Uiuiuiui. Boah. Mensch, der war ganz knapp. Den habe ich schon drin gesehen. Also, selber Punkte machen aus dem Spiel raus wird ganz, ganz schwierig. Hat man auch hier gesehen, aber wir können mehr attackieren. Boah, leichter Fehler, aber klar. Wird häufig passieren. Jetzt 30 beide, 2 Punkte für die Holländerin. Mal schauen, kommt der erste sogar relativ gut. Der ist. Boah, der kommt noch drauf. Ja, jetzt zeigt dann doch die Gegnerin, dass sie die deutlich bessere ist. Breakball im ersten Spiel von Sabine Lisicki. Sehr schön. Also es sieht alles ein bisschen aus, als hätte Sabine Lisicki unglaublich viel Gegenwind. Und der Wind dreht die ganze Zeit. Ui, ja. Weil die Gegnerin halt auch in Zeitlupe spielt. Aber es ist auch Damentennis. Wir sind jetzt Tommy Haas gewöhnt. Ja, schade. Avantage, retour. Ja. Aber wie gesagt, hohes Risiko, aber vielleicht müssen wir das ja gar nicht. Immer wieder einen leichten Fehler bei der Gegnerin, die relativ viele leichte Fehler macht. Wir spielen mal ein bisschen risikoarm. Wir halten den Ball im Spiel und hoffen, dass die Gegnerin einen Fehler macht oder wir selber den Fehler machen. Also nur ganz leicht an die Linien ranspielen. Nächster Breakball für die Holländerin. Die Vorhand ist schwach. Die ist wirklich schwach. Da müssen wir eigentlich noch häufiger reinspielen. Sehr schön. Spielball Sabine Lisicki, Vorhand-Winner Nummer 2. Das ist doch schon. Smiley Face, der Schläger ist einfach, als wäre er für sie gemacht. Das ist so die perfekte Marketinglinie. Den kriegt sie noch sehr stark, aber den spielt die Gegnerin weg. Ganze Zeit am Netz. Geht wieder über einen Stand. Interessantes Spiel. Natürlich keine hohe Qualität, das ist ganz klar.
kann auch gar nicht. Avantage Retour. Komm, kann man doch mal ein Auge zudrücken. Oder beide. Ach, ey. So, also man muss sich dran gewöhnen. Wer jetzt das Spiel nicht kennt, nicht wundern. Ich kann schon mal sagen, aus Erfahrung, später sehen diese Spiele so dermaßen gut aus. Und es macht total Spaß, das zu spielen. Und der ist auch wieder seitlich weg. Also es zahlt sich doch aus, dass wir das Ganze nicht so risikobehaftet angehen. Lassen die Gegnerin ein bisschen spielen und warten auf die Fehler. Verteilen die Bälle schön. Oh, der ist zu gut. Ja, da kam dann die Konterqualität der Gegnerin, die uns in Rallyes haushoch überlegen sein müsste. Eigentlich in allen Belangen überlegen ist. Aber wieder der leichte Fehler. Einfach nur den Ball im Spiel halten. Die Gegnerin wird sicherlich mehr direkte Punkte machen, aber sie macht auch deutlich mehr Fehler. Nächster Spielball. Super. Yes. 1-0 Biene. Schade, also jetzt wollte ich gerade wieder das Return-Spiel einstellen. Also normalerweise kann man jetzt hier natürlich noch das Return-Spiel einstellen. Dafür müssen wir die taktischen Fähigkeiten erst noch ändern und können dann später sogar noch sagen, hey, ich hätte gerne mehr Topspin oder mehr Slice. Da muss allerdings die Fähigkeit der Taktik auf 60% sein. Momentan können wir nicht mehr einstellen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir können theoretisch sogar noch ein bisschen näher an die Grundlinie rangehen, weil die Gegner nicht besonders stark aufschlägt oder beziehungsweise druckvoll spielt in den Rallyes. Auf jeden Fall finde ich, Sabine Liseke bewegt sich sehr gut. Das war bei Tommy Haas deutlich statischer zu Beginn. Ach. Gut, ja, das ist natürlich kein Return in dem Sinne. Also der ist ja 4 Meter übers Netz geflogen und hatte überhaupt keinen Topspin oder sonst irgendwas da. Das ist unterirdisch, der Return. Und da ist der nächste leichte Fehler von Sabine Liseke. 3 Spielwelle für Dijkman. Wahrscheinlich einfach Dijkman. Dijkmans, wie hießen die? Das Wort, das man nicht mehr sagen darf. Die Schaumküsse oder wie die auch immer hießen. Joueur 2. Da gab es so viele politisch inkorrekte Begriffe für. So, also im Return-Spiel haben wir überhaupt gar keine Chance gehabt. Zu null bringt die Holländerin das durch. Aber jetzt wieder bei eigenem Aufschlag können wir vielleicht wieder darauf hoffen, dass die Gegnerin die Fehlerquote so aufrechterhält. Da war an der Netzkante. Ja, das kann ich ihr leider noch nicht ausreden. Dieses Surf-and-Volley-Spiel ist natürlich mit dem zweiten Aufschlag völlig Banane. Sehr schön. Mit der Rückhand. Kennt man von Sabine Liseke eher nicht so. Ich meine, sie hatte eine gute Rückhand, aber die Stärke war immer die Vorhand. Wie man hier auch sieht. Naja gut, Fehler mit der Vorhand hat sie auch viele gemacht. Das war immer eine Streuung. Also da hat selbst eine Pumpgun nicht so eine große Streuung. Ach herrje, jetzt sieht man dann eben doch die Unterschiede. 15-40, 2 Spielbälle, 2 Breakbälle für die Holländerin. Und da haben wir uns ganz gut geschlagen. Also erster Breakball abgewehrt. Da ist natürlich noch keine Finesse dabei, da ist kein Slice oder mal ein Stopp. Das werden wir alles erst in den kommenden Wochen und, boah, war der noch drauf? Wochen und Monaten sehen, dass Sabine Liseke dann immer mehr zu einer guten Tennisspielerin wird und beide Breakbälle wieder abgewehrt. Die Gegnerin macht den Fehler. Und der nächste Fehler, also Spielball Sabine Liseke. Wir profitieren sehr davon, dass wir auch hier, ja gut, Beginn der Saison, es ist natürlich schon Woche 5, eigentlich müsste die Gegnerin, die wahrscheinlich mit dem besseren Ranking auch viel mehr Spielpraxis haben müsste. Aber es sieht irgendwie nicht so danach aus. Trotzdem holt sie sich den Punkt. Sabine Liseke spielt den Ball wieder fast hinter die Grundlinie beim ersten Aufschlag.
Boah, attackiert mit dem zweiten oder auf den zweiten die Gegnerin. Aber wieder gut gespielt mit der Rückhand. Ein guter Winkel. Macht das wirklich gut. Mit wenig Risiko gehen wir da rein. Und das braucht es momentan auch gar nicht. Wir könnten in jeden Ball voll reingehen. Und jetzt wirft den zweiten bitte einfach nur rüber. Stresslevel sehen wir oben bei der Gegnerin ist hoch. Bedeutet, die Fehleranfälligkeit ist da. Und den spielt sie auch einfach unmotiviert ins Netz. Der 9. Vorhandfehler im 3. Spiel. Ganz, ganz schwach bislang von der Holländerin, die ihre Vorteile überhaupt nicht ausspielt. Beim 2. Aufschlag entspannt sie sich jetzt aber völlig. Glück beim Return. Und der nächste Vorhandfehler. Also unsere Taktik geht voll auf, dass wir der Gegnerin hier in die Vorhand spielen. Premier Service. Sehr, sehr gutes Spiel bislang. Also, alles natürlich unter Vorbehalt, dass das unser allererstes Spiel auf der ITF-Tour überhaupt ist. Und da ist der Doppelfehler, 0:30. Jetzt ist eigentlich unsere Chance da. Beim ersten Aufschlagspiel haben wir keinen einzigen Punkt gemacht. Jetzt geht's gleich wirklich guter Return. Jetzt geht's gleich in die Vollen und da ist der Rückhandfehler. Leichter Fehler. Aus der Mitte des Feldes einfach ins Ausgespielt. Boah, der Return immer. Der ist halt wirklich miserabel. Boah, da wurden wir ausgekontert. Schade. Da waren wir so dicht dran an den zwei Breakpunkten. Diese Returns, die sind wirklich aus der Hölle direkt. Und den sehen wir nicht mehr. Schade. Jetzt wieder wie gehabt, wenn die Gegnerin Druck macht, wenn sie den Fehler nicht macht, dann ist sie deutlich überlegen. Aber ihre Favoritenrolle stresst sie auch sehr. Also ich glaube, die hat schon sehr viel Pipi im Rock. Schade. Dann natürlich Surf and Volley, stresst dann Sabine Lisicki. Und dann kommt der Return natürlich ins Aus bei Surf and Volley. Und wieder 10 Meter ins Aus gespielt. Also zwei beide. Trotzdem können wir sehr zufrieden sein bislang. Und der nächste Fehler. Also es macht sehr viel Sinn, der Gegnerin in die Vorhand zu spielen. Da ist sie völlig verunsichert. Und der nächste Vorhandfehler. Ist das schwach von der Gegnerin? Wir können ja mal schauen. Wir gehen mal zum nächsten wichtigen Punkt vor. Lisicki bringt ihr Aufschlag nach wie vor durch. 5:4. 5 beide. Jetzt 2 Breakbälle für die Holländerin. Schade. Aber 5 beide finde ich schon mal enorm gut fürs allererste Spiel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kein Netzangriff. Und da ist der Breakball. Das Break. Ach herrje. Da jetzt ans Netz zu rennen, das ist mutig und auch wieder typisch Sabine Lisicki, nicht besonders clever, muss man sagen. Der kommt noch drauf, holt sie den echt noch zurück, aber den spielt sie dann auch raus. Da hat die Gegnerin viel Zeit und das wird dann wahrscheinlich der Satzgewinn für die Holländerin werden, weil bei unserem Return-Spiel, da können wir nur hoffen, dass der erste Aufschlag nicht kommt. Rücken etwas näher an die Grundlinie ran, was man später alles auch einstellen kann. Aktuell noch nicht. Das war nicht gut bewegt. Da ist wieder unser Return-Spiel. Und 3 Satzbälle für die Holländerin. Trotzdem spannender erster guter Satz. Darauf lässt sich wirklich aufbauen. Wir profitieren von den Fehlern. Aber wir werden in den kommenden Wochen besser werden. Und vielleicht läuft uns die gute Frau Dijkman ja auch nochmal über den Weg. Schön verteilt und den Punkt gemacht. Super. Unter Druck gesetzt, ein Forced Error, wie es immer so schön heißt. Wobei, so forced war der gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht die Mittel, um überhaupt jemanden zu irgendwas zu zwingen. Sehr schön. Also jetzt beißen wir uns nochmal in den ersten Satz rein. Jetzt hoffen wir, dass der erste nicht kommt. Ja. Also Return-Spiel ist noch nicht unsere Stärke, aber der Aufschlag ist stark bei uns. 81% Quote haben wir dort.
Natürlich der schnellste mit 119 ist noch nicht da, wo er sein soll. Wir haben 11 Winner geschlagen und trotzdem 20 Unforced Errors gemacht, was aber nicht daran liegt, dass wir zu risikobehaftet spielen, sondern dass wir einfach von den Fähigkeiten her die Schläge noch nicht konstant reinbringen können. Nur 6 Punkte Unterschied. Ich hätte damit gerechnet, dass wir 6-0, 6-0 rausgehen, um ehrlich zu sein, von den Erfahrungen auch mit Tommy Haas. Aber das haben wir deutlich, deutlich besser gemacht. 47 Minuten der Satz, wir haben viel Erfahrung gesammelt.